So, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start mit unserer kleinen lustigen Runde von Rappy und Imperator. Und wir gehen gleich in die nächste Runde, würde ich sagen, wa? Jo, so schaut's aus. Hier, warte mal, wir müssen noch die Klassen, wie wär's mit den Klasseneinstellungen noch? Dass jeder jetzt irgendwie eine Plasmagranate, Plasmapistole dabei hat. Ich hab schon Plasmapistole, ich bin bereit. Ja, super, ich hab ja eine Klasse hier mit Plasmapistole, hab ich ja hier. Aber, nee, mit Bolzenpistole hab ich, das bringt nicht viel. Nehmen wir mal die Plasmapistole. Lichtgewehr habe ich auch drin, ne? Plasmagranaten, Jetpack, Versorgung und Geschicklichkeit. Oh, Jetpack könnte ich vielleicht auch noch brauchen. Ich weiß nicht, bei Halo Reach habe ich ja Jetpack geliebt eigentlich, ne? Nur dann ging es mir irgendwann auf den Sack und hier spiele ich nur noch mit Jetpack, weil man sprinten sowieso kann. Oh, das Level gefällt mir jetzt schon, Sniper Array. Gut. Dann mach dich mal auf das Ende gefasst, du. Wo kann ich starten, oder was? Hau weg, die Scheiße! Das wird am schönsten. Es macht so Spaß, also zu dritt macht es echt Spaß, sowas aufzunehmen, jetzt mal ohne Witz. Da muss man wenigstens nicht die ganze Zeit alleine labern. Manchmal ist das so einsam. Wo ich jetzt gar nicht aufpasse, ne? Wo der Fernseher kaputt war. So eine Scheiße. Da habe ich mir aus Langeweile immer diese Let's Play Together und sowas angeguckt von anderen auf YouTube. Wir setzen sie in einem umkämpften Allianzgebiet ab. Das was war das denn gerade? Ist der Grunt gerade echt so gesprungen? Lange Rede, kurzer Sinn. Auf alles schießen, was sich bewegt. Okay. Wo kommt dieser Schild her? Moment. Oh, da ist schon wieder was. Da ist schon wieder was. Du bist gut. Wir sind hier im feindlichen Gebiet. Seltsam. Forschungsbericht, Miller. Sie brauchen... Der ist die ganze Zeit nur ploppen. Richtig, Kommandant. Schauen Sie sich mal diesen Gebiet um. Mal sehen, was Sie finden. Aber bei mir ist er echt am Laggen. Bei mir fliegt er, ballert er später. Oh, scheiße, einer im Geschütz drin. Ich infiltriere den schon mal. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn hier los? Okay, der ist down. Das hat ja schon fast Multiplayer-KDs, die wir aufziehen, ey. Boah, der ist wieder auf dem Keks, der scheiß Ding. Da ist noch einer im Geschütz drin. Der ist down. Meine Muni ist fast leer. So, Muni leer. Brauche ich eine neue Waffe. Nehmen wir mal eine. Ah ja. Aber irgendwas haben die Entwickler hier bei Spartan Ops so am Netzwerk kurz verkackt, weil das ist so oft am Laggen. Echt ungewöhnlich. Oh fuck. Boah, der hat mich zweimal geschlagen, wie so ein Noob, Alter. Scheiße, der ist One-Shot. Oh nein, X, One-Shot. Oh, ihr seid ja auch beide unten. Wenn du dir überlegst, Multiplayer spielt man 8 gegen 8 und es gibt in der Regel keinen Lag. Ich spiele mir zu dritt und es laggt schon. Komisch. Ja gut, im Multiplayer, das sind natürlich die Maps nicht so schwierig, ne? Ist heftig. Sauber. Naja, will nicht sagen. Zeigen Sie ihm den Weg, Miller. Naja, gut. Abt aktiviert. Seid ihr bereit? Oh, Sniper. Was? Schild ist unten. Genau wie vorhin. Okay, hab einen Weg down. Durch den Schild. Oh, da kommen ein paar. Alles gut. Okay. Down. Robert Downey Jr. Ich weiß nicht, warum ich diesen Witz jetzt zum tausendsten Mal mache. Auch down. Was war das denn? Das oh fuck! Irgendwer ein Bier aufmachen würde. Ja. Beinahe wie ein Rocker. Beinahe wie ein Chopper. Was ist das? Das ist, wenn du den. Den Grunt Headshot gedicht. Ja, aber das ist. Well, macht das okay, aber. Weil sie immer noch so. Blub, blub, blub. Ja, bitte. Also, ich glaube, ich. Wenn das. Doch einmal. Ich kann mich erinnern, dass das immer so laut war. Nee, das war noch nie so. Okay, der Sniper ist down. Ich mach mir gleich einen Pilz auf hier, wenn das so weitergeht. Ich krieg langsam los. Es gibt natürlich noch andere alkoholische Getränke, die man trinken könnte in dem Moment.
Ich muss es sagen, sonst wird das... Bier der Welt, Augustinerbräu aus München. Es gibt natürlich noch andere gute Biere. Leute, ihr macht hier Steichwerbung. So, ich dachte doch nicht sowas wie... Aber du sagst Pilz. Das ist auch schon eine Marke an sich. Nee, Pilz ist keine Marke. Doch, für mich ist es eine Marke. Für mich ist es Alkohol. Du nie Bier trinkst, das ist falsch. Ja, weil ich auch unbedingt alkoholische Getränke zu mir nehmen muss, damit ich cool bin. Und damit ich das Wissen habe und Swag. Nee, du bist auch mit alkoholischen Getränken nicht cool. Außer du bist so cool drauf, wenn du betrunken bist, dann geht's richtig ab hier. Jetzt haben wir fast zu dritt auf den geschossen mit dem Plasma. Es kommt auch zum Glück nicht lächerlich, Alter. Lächerlich, ja? So, jetzt geht's bei Sniper. Ich hab 'ne Sniper, aber egal. Alter! Wow, jetzt fällt die Deckung vor mir um. Ich glaube, mein Schwein fällt. Ich glaube, ich zeig ihm gleich mal, wo der Frosch die Locken hat hier. Gibt's aber nicht. Ja, Leute, was denkt ihr? Wird es bei Halo 5 auch wieder Spartan Ops geben oder werden sie das fallen lassen? Ich denke mal, also besser wäre es, glaube ich, wenn sie das aufmachen würden. Also normalerweise sollten sie es mit reinmachen, aber wenn sie natürlich genauso schlau sind wie bei Halo 4 und hier, wie heißt das Spiel nochmal, was wir gesucht haben hier? Invasion auch weglassen. Also, ich weiß nicht. Also, die haben schon. Sache ist halt die, Halo. Die Spartan Ops ist nicht so gut angekommen bei den Fans. Erst dieses Jahr, es gibt eine zweite Staffel, wenn es den Leuten gefällt, aber es gab ja nie eine zweite Staffel von Spartan Ops. Ja, das ist scheiße. Ja, aber warum? Warum hat es den Leuten nicht gefallen? Ich meine, das ist doch eine schöne Abwechslung. Es ist ja nichts, was jetzt das Spiel zerstört oder sowas. Nee, das nicht, aber du hast jetzt nur ein paar Missionen gespielt. Wenn du mal alle 50 gespielt hast, sind die schon sehr ähnlich. Okay. Ja gut, das ist natürlich dann deren Schuld. Das ist natürlich dann aber deren Schuld, ne? Gehe von A nach B und bitte so viele Gegner wie möglich und drücke einen Knopf. Ja, aber das ist das Problem bei den meisten Leuten, bei den meisten Spielen, die dann so eine Koop mit einbauen. Eine Koop-Variante. Das ist ja, das hatten wir ja bei Dingens auch so hier. Wie heißt es nochmal hier? Spec Ops. Hatten wir ja genau das gleiche. Die machen halt eine Koop, damit sie eine haben, aber machen sie nicht richtig. Was ich mir zum Beispiel mega geil vorstellen könnte, wäre so eine Luftschlacht. Wie sie es in Halo 2 gab, weißt du? Wo vier Leute im Banshee sitzen, oder zwei in der Hornet, zwei im Banshee. Und dann die Gegner von der Luft holen. Solche Missionen werden halt geil gewesen, aber da gibt's echt zu wenige. Aber ja, das Problem ist, dass es zu Moorhuhn-like ist. Die Leute wollen halt sowas nicht haben. Verstanden, Kommandant. Oh, Nachschub, jetzt gibt's ja. Aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Mission, wo jeder hat dann Mantis. Die ist zum Beispiel auch ganz cool. Aber die meisten Missionen sind halt leider nur 0815. Simpson ist am Ziel. Würde ich echt sagen. Spartans in 24 Minuten, was Marines in 24 Stunden nicht schaffen. Dorton, ein angemessenes Geschoss von der Infinity auf Crimsons Markierung, bitte. Lässt sich ein. Deswegen fand ich, gab auch zu Rechtskritik. Ja, das ist halt schon das Problem der Spielentwickler. Sollten sie sich nicht wundern. Okay, ich bin down. Hier ist eine Basi bei mir. Ja, das sind so einige Waffen. Wo ist denn dieser Dreck? Fuck you all! Okay. Natürlich ist auch mein Flaggeschütz weg. Aua! Du hässliches Stück Mistvieh, du Sau-Drecksarsch. Alter! Jetzt reicht's aber auch langsam. Halt! Was bist du denn, Feiner? Hinter uns. Oh, da wurde ich weggeownt, lol. Jetzt nimmt er sich mal. Das ist doch unglaublich. Ja, du hast ja nie gefragt, ob jemand die. Alter Schwede! Ob jemand die Sniper haben will. Oha, was war das denn, Alter? Irgendwie bist du auch tot. Ja, ich bin. Ey, ihr müsst mir sowas sagen, Leute, ne? Oh, ich weiß
Opfer, warum ich gestorben bin, da ist ein Scheiß. Den nicht mehr, Junge. Alter, es macht nur noch Bumm. Nur noch gelb. Toll, ein Schuss im Strahlengewehr schon, ist es weg. Ey, dieser goldene, der. Ich bin übertrieben. Oha. Wow. Der metzelt sich vom Himmel, ey. Der Schwerttyp ist down. Ich bin scheiß Railgun, aber ich komm nicht dahin. Okay, hier, Marcel. Raptor. Ciao. Warte, ich hab keine Sniper hier. Geronimo! Komm die Kotze! Ich muss jedes Mal auspiepen, wenn ich eure richtigen Namen nenne. Das ist zum Kotzen dumm. Baby. Impi! Du hast da was im Gesicht! Meine Faust! Ja. Oh mein Gott. Ah. Ich hole mir diese Railgun und ich bin wieder weg. Oh! That was not funny.com, oder? Hast du den hier? Was? Oh, willst du jetzt behaupten, dass ich meine Witze überall klaue, oder was? Das sind 1A meine. Ja, bei that was not funny. Das sind alles meine 1A schlechten Witze, die ich hier raushaue. So kommt's mir auch vor. Wenn jetzt dieser scheiß Drecks-Elitmann nicht mal seine Fresse hält. Aber er sagt doch gar nichts. Oh, der Impi ist sauer. Das gucken wir uns mal an, Leute. Impi hinter dir. Du sympathisierst ja auch mit diesem Elitenpack. Es ist schön, euch beiden so zuzusehen. Schwert, ja. Hier, da hinten ist noch einer, genau der. Da hinten sind noch zwei Stück, ne? Ihr macht das schon, ne? Das ist meine Flagge, aber leer. Alter, das ist doch nicht mal normal. Alter, kommst du mich noch einmal mit dem Flak weg, ne? Dann. Wow. Ihr macht das schon ganz gut, das sieht jedenfalls sehr professionell von hier oben aus. Alter, der trifft immer genau da hin, wo ich. Immer direkt neben mich, ey. Den Impi, Alter! Die zerfetzen euch ja sowas von, Alter, ist ohne Witz hier. Volles Stück. Lass Papa mal ran. Scheiße! Boah, der holt mich ja fast auf. Ich wollte auch gerade in den Himmel. Dann wurde ich direkt weggeblödet. Kaum bin ich dabei und schon läuft. Ich weiß nicht, was ihr habt, war doch einfach! Miller, den Generator für Spaten dort markieren. Alter, gehen wir nicht auf den Nüsse. Weißt du, jetzt ist er natürlich auch noch der, der das Ding aktiviert, oder was? Ich hab immer die schwierigste Arbeit, weißt du? Knöpfe drücken, ey. Dann drückst du außerdem einmal den falschen Knopf und dann explodiert alles. Weißt du, was das für ein Stress ist? Ich muss damit erstmal umgehen können, ey. Alter! Hey Leute, das ist in der Deckung gehen, ja. Geh in Deckung. Ah, fuck you! Ziel, Commander. Bestätige. Lokale Energiezufuhr ausgeschaltet. Ich finde C4 jetzt auch getan. Gute Arbeit. Crimson, auf zum Exfiltrationspunkt und dann nach Hause. Geh mir nicht auf. Oh. Das war's schon hier. Hä, Junge? Gut, dass ihr mich habt, ey. Sonst. Mach auf die Kiste. Kapitel abgeschlossen! Yeah, komm, abklatschen, yeah! Ich bin der Einzige, der sich freut, jetzt klatscht doch mal mit, ey, sonst kommt das echt peinlich rüber. 3-48. Yeah! Ach, schön. Also, die Grunts gefallen mir immer noch am besten. Ich mache erstmal plopp. Klingt sehr authentisch. Ja, total. Ihr selbst hier kommst nicht über 3000 Punkte. Bitch, please! Nee, aber du levelst, als du die Mission schon gespielt hast. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt alles schon gespielt habe an Missionen, ich hab keinen Plan. Für eine Mission, die du nicht gespielt hast, bekommst du, glaube ich, so um die 8.000 bis 10.000 DP, das ist echt krank. Ja, Mann, du levelst ohne Ende. Ja, also da kommst du mit Multiplayer-Spielen niemals hin. In 12 Minuten kannst du da 10.000 EP fast absahnen.
und wir müssen jetzt wahrscheinlich 3 Multiplayer-Spiele spielen. Nice. Okay, Leute, dann war es jetzt auch mit dieser Map. Wie immer, wenn euch das alles gefallen hat, dann schrotet es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, dann immer her damit. Der Rappi und der Impi bedanken sich auch. Die sagen aber nichts, weil sie immer schüchtern sind. Ach, lecken. Das war eine Aufforderung, Leute. Viel Spaß dabei. Und ey, es war ohne Witz. Ich glaube, das wird jetzt so ein Insider, dass jedes Mal, wenn wir mit einer Folge fertig sind, erstmal den Raptor irgendwie beleidigen. Das kommt bestimmt cool rüber. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und irgendwann hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüssi. Nimm den Schwanz auf.